Genau, wir waren in der Weltraummusik. Jetzt weiß ich's wieder. Ey, verdammtes Autoplay! Dieses blöde YouTube, wenn du nicht ein Addon installiert hast, es schmeißt sofort wieder Autoplay an. Meine Fresse. Immer und immer und immer wieder. Ich wünschte, ich hätte einen Kamerazoom gerade drin. Ich komme mir ein bisschen weit weg vor, wenn ich hier oben so abgelegen in der Ecke hocke. Hm. Naja, Leute, wie gesagt, wenn irgendwo gerade was nicht in Ordnung ist, sei es, keine Ahnung, Schriftgröße passt euch nicht, Farbe ist zu bunt für euch, was weiß ich, also nein, Lautstärke, Schriftgröße vom Chat hier an der rechten Seite. Ich habe es jetzt alles vorm Stream gerade erst nochmal eingestellt. Ich denke, es müsste passen. Das Einzige, was jetzt leider fehlt, sind wahrscheinlich sofort ladende Follower und Donation Alerts und solche Dinge. Aber gut, da kommen wir ja etwas seltener zum Glück zu. Oder zum Pech. Ja, schön. Wir waren beim letzten Mal. Kann ich das irgendwo am schönsten zeigen? Wartet mal. Fullscreen. Dann geht dir was zu. Mandy, du hattest Zeit vorm Stream gerade eben. Eine ganze halbe Stunde. Hol dir was zu essen. Tippslist. Gab es hier nicht irgendwo auch ein. Wo ist die Hilfefunktion? Einen Chatverlauf? Backlog. Okay, Mausrad. Schauen wir mal. Ja, das ist Handy. Das wollte ich aber nicht. Ja, nein, das wollte ich nicht. Na gut, dann lassen wir es halt. Wir waren beim letzten Mal. Zum zweiten Mal zusammengestoßen mit Christina und dürfen jetzt ihr zuhören, wie sie ihre wissenschaftlichen Theorien erklärt bezüglich Zeitreisen. Und wir waren durch mit, ich meine, der Theorie des schwarzen Loches sowie, was war das erste nochmal? Ja, das müsste ich jetzt theoretisch mal wissen können, das wäre schön. Gibt es noch eine andere Möglichkeit, auf den Text zuzugreifen? Irgendeine Taste, so Moment, Text-Scroll-Tipps. Backlog ist einfügen. Was ist? Nein, nein. Einfügen als Taste. Moment mal. Das wollte ich eigentlich nicht drücken. Das wollte ich drücken. Wunderschön. Ich bekomme den Backlog nicht, weil ich vorher keine Backlogs gemacht habe, weil die im letzten Savegame waren und nicht hier. Oh, Spiel, du machst es mir nicht leicht. Wir hatten schwarze Löcher. Was war das andere nochmal? Ich glaube, Quantum-Schleifen-Strings im Weltall, die wir auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigen oder sowas ähnliches, ne? Kann ich mich dunkel dran erinnern. Warum ist das Internet gerade schon wieder so schlecht? Ping Ping, es wäre schön, wenn du mitarbeiten würdest. Lass mich mal ganz kurz nach Ping Ping schauen. Ist leider immer wieder so ein bisschen am Droppen. Das macht mir Sorgen. Na, ich mach sicherheitshalber Discord mal nebenher aus. Steam sollte ja sowieso nichts laden im Hintergrund und der Rest eigentlich auch nicht. Aber hätte mich auch gewundert, dass das sehr viel hilft. Na schön. Kosmische Strings und Wurmlöcher, genau. Danke, Darkness. Die Masse des gesamten Universums ist konstant. Wenn eine Zeitmaschine in die Zukunft zu reisen, von der Zukunft aus in die Vergangenheit reisen würde, dann würde es plötzlich eine would suddenly be the extra mass of the time machine. Achso, dann wäre plötzlich die extra Masse der Zeitmaschine und ihres Piloten in der Vergangenheit. Ich erinnere mich daran, ein Buch darüber gelesen zu haben. Kein Buch mit einer schlechten Reputation, aber trotzdem. Dass so ein Eingreifen in die Übertragung der Masse, Aufbewahrung, Erhaltung der Masse, würde das Universum in Gefahr bringen. Ah ja. Es dachte allerdings nicht, was für eine Art von Gefahr das wäre. Ja, tut mir leid, dass Ping Ping gerade am Hüpfen ist. Ist die Stimmlautstärke laut genug für euch? Ich habe es jetzt gerade noch ein Tickchen lauter gedreht, weil die Musik ja auch ein bisschen leiser ist. Aber ich denke, das müsste so ungefähr der Pegel sein, den wir letztes Mal auch hatten. Massenerhaltungsgesetz. Danke, Charon, hast du recht. Das sagt mir auch noch was. Wenn Sie denken, dass die Erhaltung der Masse auf das Makrosystem wie Universum
two Macrosystems, so großen Systemen wie dem Universum oder Mikrosystemen wie Atomen oder elementaren Teilchen zu treffen, dann haben, liegen sie daneben. Was ist das wahr? Fünf Prozent kriege ich schlecht hin, aber jetzt habe ich noch mal ein Tickchen lauter gedreht. Und sie freut sich. Sie lacht wegen meiner Reaktion, diese Kleine. Wie erschreckend, würde ich sagen. Die Erhaltung der Masse betrifft nur chemische Reaktionen. Sie trifft nicht mehr in der modernen, in den Regeln der modernen Physik zu. Die Physik, genau. Etwas kann aus nichts hervorkommen. Oh, das ist ziemlich krass. Woher weißt du das? Der Herr spricht ein bisschen lauter als Schieß mich tot, Christina. Wo ist dann das Problem? Kurisu, genau. Das Zeitparadox aller Zeitparadoxen, mit anderen Worten, das Großvaterparadox. Ja, die Sache, wo man seine eigenen Vorfahren tötet, bevor man selbst geboren wurde. Ja, liegt daran, dass sie ein bisschen leiser ist, wahrscheinlich wegen der, der Tatsache, dass an einem Mikrofon steht. Soll das so ein bisschen simulieren. Solange diese Art von Paradoxon nicht gelöst wird, nicht gelöst wurde, kann man, können Zeitreisen niemals realisiert werden. Niemals. Was ist, wenn man sie dann einfach nicht tötet? Ihr könnt euch das nicht vorstellen wie in einem Sci-Fi-Film. Es ist nicht, it's not just about your family tree. Es geht nicht nur um euren Familienstamm bauen. Es gibt viel größere Gefahren als das. Hallo Monsterlord. Wirklich? Das scheint aber nicht sehr, sehr gefährlich zu sein. Jedes Paradoxon, egal wie klein es ist, würde einen totalen Kollaps der Kausalität relativ gesehen bewirken und jede Art von physischen Gesetzen in unserer Existenz zum Zusammenbrechen bringen. Ein Paradoxon ist nichts mehr als ein Gedankenexperiment. Sie können nicht in der Realität auftreten und das sollten sie auch nicht. Ich glaube, ich stelle sie mal ein bisschen lauter. Moment. Hatte ich sie irgendwann leiser gedreht? Nee, sie ist auf Maximum, das ist das Problem. Das heißt, ich muss das ganze Spiel wenn lauter stellen. Music Volume, Voice Volume, da haben wir es. Tickchen lauter. Können wir auch nachher wieder leiser stellen, wenn es sein muss. Nichts, was überhaupt eine 0,00001%ige Chance hat, einen Paradoxon hervorzurufen, könnte passieren. Das Universum würde so etwas nicht erlauben. Würden Sie nicht sagen, das ist eine logische Schlussfolgerung? Hallihallo, Gray. Es könnte Schlupflöcher geben, wie parallele Welten oder das Selbsterhaltungsprinzip, glaube ich mal. Aber das scheint eher wie ein Fantasiekonzept zu sein. But those seemed too much like fantasy for me. Also, das scheint viel zu sehr Fantasy zu sein, als dass ich diese Theorien akzeptieren könnte. Okabe ist offenbar nicht begeistert davon. Ich knirsche mit den Zähnen. In dem Moment, als ich bemerke, wie Marquise Kurisu
mich mit ihrem gelassenen Anblick, mit ihrem gelassenen Gesichtsausdruck ansieht, versuche ich, meine Augen abzuwenden. Sieht so aus, als hätte ich keine andere Wahl, außer erstmal aufzugeben, mich zurückzuziehen. Sie ist wirklich ein wahres Genie. Sind wir frei? Eine Listening. Am Ende habe ich ihrem Kurisus gesamten Vortrag im ATF angehört. Nach zwei weiteren, also nach diesen zwei Zeitreisetheorien, die am Anfang vorgestellt wurden, hat sie auch noch den Rest mit ähnlicher Eloquenz vorgestellt. Sie schien am Anfang ein bisschen nervös gewesen zu sein, aber das hat sich schnell geändert, während sie sprach. Am Ende war es eine sehr beeindruckende Vorlesung. So beeindruckend, dass man niemals denken würde, dass sie von einer 18-jährigen Erstsemesterin gehalten wurde. Was an 8-year-old's first time? Nein, ich wollte gerade sagen, das ist das erste Mal. Sie hat ja abgeschlossen, glaube ich. Aber eine 18-jährigen, die ein erstes Mal einen Vortrag hält. Sie hat so gut auf meine fiesen Fragen geantwortet mit Sarkasmus. Sie hat echt Eier. Warte, warum lobe ich sie? Ach, lassen wir es erstmal beiseite. Ich habe Marquise Corizo tot gesehen. Und jetzt ist sie trotzdem am Leben. Meine Erinnerungen stimmen nicht mit der Realität überein. Und nicht nur die über Corizo. Meine Konversation mit Daru und Mayuri macht auch keinen Sinn. Alles würde sich wieder... Would be solved. Alles würde wieder einen Sinn ergeben, würde sich auflösen, wenn ich mir selbst nur sagen würde, dass das, was ich gesehen habe, ein Traum wäre, eine Illusion und nichts davon passiert ist. Aber sag niemals nie. Das lässt mir keine andere Wahl. Nachdem ich getrennte Wege mit Daru gegangen bin beim ATF, gehe ich rüber zum Yanabashi-Schrein. Ich muss exorziert werden. Okay, offenbar ist ein Dämon in uns gefahren. Daran liegt's wohl. Na gut, lass mal die Webcam erstmal so. Ich bezweifle ernsthaft, dass Makizu Kurisu im ATF ein Geist war. Trotzdem ist es natürlich, den Exorzismus aufzusuchen nach so einer Art von Erfahrung. Ich bin japanisch, das steckt in unserem Blut. Okay. Der Yanabashi-Schrein befindet sich auf der anderen Seite des Kanda-Flusses. Um ihn zu finden, geht man zuerst da lang und dann über die Brücke. Es ist ein sehr kleiner Schrein, der nicht mit den anderen mehrstöckigen Gebäuden drumherum in die Umgebung hineinpasst. Kanda Myojin ist the more famous shrine. Also das Kanda Myojin ist der bekanntere, berühmtere Schrein in Akiba. Aber ich gehe mit Absicht zu diesem hier. Der Schrein ist so klein, dass man ihn leicht missen könnte, wenn man ihn leicht verpassen könnte, wenn man ihn nicht sucht oder hinsehen würde. Egal. Ich kann das Chirpen der Zikaden hören aus den paar Bäumen, die hier drumherum wachsen. Hallo Mayuri. Da stehen zwei Mädchen vor mir vor dem Hauptgebäude. Eine davon ist Mayuri. Miko, wir haben einen Tipp bekommen. Die andere ist eine gut aussehende. Was nochmal docile? Verdammte Hacke, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Harmlos, glaube ich. Harmlos aussehende Schönheit in einem traditionellen Miko-Outfit. Urushibara Luka. Ein wirklich beeindruckendes Beispiel des femininen Charmes und der Grazie. Lippen so delikat wie Kirschblüten, ja, im Frühling. Die Essenz der japanischen Schönheit. Und der Sohn des Hohepriesters. Das ist richtig, was ich gesagt habe. Sohn. Wunderbar anzusehen in jeder Art und Weise, aber er ist ein Kerl.
Okabe-san, konnichiwa. Wo wir gerade von Traps gesprochen haben. Hallihallo, schönen Nachmittag, Okabe-san. Er verbeugt sich vor mir. Die Stimme eines Mädchens, die Gepflogenheiten eines Mädchens. Viel femininer als so manches anderes Mädchen, was ich kenne. Aber er ist ein Kerl. Etwas größer als Mayuri und trotzdem so dünn. Er ist ein Kerl. Sieht wunderbar in diesem Mikro-Rum aus. Aber er ist ein Kerl. Er hält einen oder hält dabei einen Bambusbesen mitten dabei, hier sauber zu machen. Er ist immer noch ein Kerl. Hallo, Jezebel. So ziemlich jeden Abend und trotzdem ist es immer noch hier so heiß hier draußen. Trotzdem trägt er diese ganzen Klamotten. Ja, ich glaube, er ist ein Kerl. Verdammte Zikaden wollen nicht die Klappe halten. Und er ist immer noch ein Kerl. Ich glaube, muss die Stimme ein Tickchen lauter drehen. Oder Leute, was sagt ihr? Lukako. Ich glaube, da er nur Luca heißt, ist Lukako der Spitzname, den Okabe ihm gibt. Das Schwert, die Klinge, die ich dir gegeben habe. Was ist damit passiert? Er ist ein Freund von mir. Ich nenne ihn Lukako. Als wir uns getroffen haben, habe ich ihn gerettet von einer Horde aggressiver Fotografen, die... Ich wollte gerade sagen, Luca mit K immer noch, aber ich weiß, warum er es mit C schreibt. Die in Akibas, also in der Fußgängerzone von Akiba. It also so happens that es zufälligerweise sind Lukako und Mayuri auch in derselben Klasse oder in derselben Semester Unterricht, keine Ahnung. Schulkameraden. Ich habe das herausgefunden, nachdem ich etwas besser kennengelernt habe. Grotek, ich glaube, das ist ein Kerl. Lukako ist etwas erschüttert von meiner scharpen, von meiner Frage. Er fängt an herumzuzucken mit einem rot angelaufenen Gesicht und Tränen in seinen Augen. Er ist übrigens ein Kerl, nur wegen der Stimme. Du meinst das Dämonenschwert Samidare? So. Genau. Ich habe es für dich gekauft, damit du deine Kräfte kontrollieren zu können. Ah, Akiba no Bukiya Honpo de katta yatsu desho? 980円 dakke. Oh ja, das hast du bei den Blade Works gekauft, richtig? Ich denke, es hat 980 irgendwas gekostet. Mayuri, sore ijou yuto yatsura ni kesareru zo. Kono ken nitsuiteha kuchi o dasu na. Kein weiteres Wort, Mayuri! Sag nichts mehr, oder sie werden kommen, um dich zu erledigen, um dich zum Schweigen zu bringen, genau. Okari, shinpai shite kurete arigatou. Demo, yatsura tte dare kana? Sie werden mich zum Schweigen bringen? Ah, danke, Okarin, dass du an mich denkst. Aber wer sind sie eigentlich? Ich ignoriere Mayuris Frage, wie so oft. So nah. Yoto Samidare wa chanto tsukatte iru no ka? Erinnert mich schon bitte jemand später daran, dass ich den HD-Patch nochmal nachgucke, den, wer war es nochmal im Discord? Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wer es letztes Mal gesagt hatte. Irgendwer mit M, meine ich, war es. Aber ich hab den Namen gerade nicht im Kopf, warum auch immer. Dass ich nochmal nachschaue nach dem Stream für nächste Woche. Also, Lukako, übst du auch immer schön mit dem Samidare, wie ich es dir erzählt habe? Marukami war es, glaube ich. Ja, ich übe mit dem Schwert praktisch einmal am Tag. Okabe in seinem Element. Solange du dieses Schwert bei dir trägst und das Seishin Zanma meisterst, diese Art der Schwertkampfkunst, dann wirst du es verhindern können, dass die dunkle Flamme in dir deine Seele verschlingt.
Das Dämonenschwert Samidare ist vielleicht eine Imitation, die er da hat, aber es ist so ziemlich die einzige Form, die es annehmen kann, um sich in dieser Welt zu verstecken. Ah ja. Wenn jemand es wert ist, jemand würdig ist, es zu tragen, es zu führen, dann taucht es auf und entfesselt seine wahre Macht. Und es war gerade im Angebot für 89 Yen mit Steuern. Danke, Okabe-san. Es war ein wunderbares Geschenk. Mein Name ist nicht Okabe, das weißt du. Okarin, da ja. Es ist Okarin. Komennasai, Kyoma-san. Genau, Kyoma-san, das ist richtig. Solange wie du es dir merken kannst. Jetzt, sprich die Worte. Nein, es hängt die halbe Zeit, Jezebel. Tut mir leid. Elbsai Kongaryu? Elbsai Kongaryu. Nein, Kongaryu ist nicht Kongaryu. Es ist Kongaryu, nicht Kongaryu. Tut mir leid, Leute. Ping Ping macht heute nicht den besten Job. Es sind immer wieder Sprünge drin, leider. Er erholt sich, aber danach direkt der nächste Absturz. Ich kann nichts dagegen machen. Leider. Hi! Elbsai Kongaryu. Oh mein Gott, das klingt so knuffig, wenn er das sagt. Verdammte Scheiße! Es gibt vielleicht eine Sache, die ich machen kann, aber dafür müsste ich den Stream neu starten. Und ich weiß jetzt nicht, ob das was helfen würde, sagen wir es mal so. Ja, das ist das Gute, was Charon meint. Bei einer Visual Novel ist es zum Glück etwas verkraftbar, wenn es hängt. Aber ich hoffe, es ist nicht zu schlimm für euch. Ja, die Augen sind etwas überzeichnet. Das ist Absicht. Habe ich diesmal es richtig gesagt? Lukaku lächelt mich fröhlich an, während ich nicke. Dankeschön. So ein liebevolles Lächeln. Aber er ist aber noch ein Kerl! Mayoshi wa Fujoshi janai kedo, chotto dokidoki shite kichau yo. Was ist noch meine Fuyoshi? Jetzt muss ich es nachgucken. Moment. Fuyoshi. Begriff für einen weiblichen Otaku mit einem Interesse in Yaoi. Nein, das Yaoi ist wieder da. Nein. Oder anderen Werken der Fiktion, die homosexuelle Beziehungen zwischen zwei Männern darstellen. Das not apply to female. Das trifft nicht unbedingt auf jeden weiblichen Otaku zu. Gut zu wissen. Dankeschön, Spiel. So eine wunderbare und Meister- und Lehrling-Beziehung. Mayoshi ist zwar keine Fuyoshi, aber sie ist trotzdem ein bisschen begeistert hiervon. Mayuri, bitte stell dir nicht solche komischen Dinge vor. Jeez. Und ich dachte, wir hätten eine... aber obwohl wir haben eine gewisse Art von Meister- und Schüler-Beziehung zueinander. Ich, Hyo in Kyoma, habe mir sehr viel Mühe gegeben, diesen Lukakos Gehirnwäsche zu unterziehen. Ich meine, ihn beizubringen über die bösen Pläne, die Welt zu beherrschen und wie man ihnen widerstehen kann. Dieser ganze Kram über das Dämonenschwert Samidare ist ebenfalls ein Teil seines Trainings. Abgesehen von seinem Äußeren ist Lukaku ein sehr gehorsamer und hart arbeitender Schüler. Außerdem, plus noch dazu, er ist immer bereit, neue Dinge zu lernen. Ein Meister könnte nicht um einen besseren Schüler bitten. Auch wenn er eine Schwäche hat, indem er nicht allzu schnell Sachen versteht, die man ihm erklärt, und ein bisschen zu schüchtern ist. Was machst du denn gerade hier, Mayuri? Warum bist du hergekommen? Bin hergekommen, um Lukakun zu sehen.
ライネットのキラリちゃんこそしてほしいってずっと頼んでるのに、ちっともオッケーしてくれないんだよ。Komima kommt nächsten Monat raus und ich möchte, dass er Kirari-chan aus Rainet cosplayt. Aber er möchte einfach nicht Ja sagen. Da können wir direkt mal wieder nachgucken, was das ist, weil das sind ja anscheinend Ingame-Dinger. Komima, Fiktion. Die Heldin des Rainet Kakeru. Ihr ganzer Name ist Nishimura Kirari. Sie ist ein kluges und athletisches Mädchen aus der 5. Klasse. Sie ist außerdem süß, hat eine gute Persönlichkeit. Zusammengefasst eigentlich das perfekte Mädchen. Passionate, sehr... Passion, sehr engagiert, sehr interessiert in puncto Mode und hasst Pilze. Okay, gut zu wissen. Komima ist... Achso, Comic Giga Market. Ein großes Otaku-Event, das zweimal in Tokyo Big Sight gehalten wird. Jede Komima kommen tausende Künstler her, um ihre Kreationen zu verkaufen, die von erotischen Mangas bis hin zu populären Animes, zu originalen Figuren, Musik und Spielen gehen. Die nächste Komima ist am 15. August. Datte, Cosplay suru nante, boku, hazukashii yo. Gute Nacht, Gotik. Aber Cosplay, das ist doch so peinlich für mich. Demo, Luka-kun wa zettai niyou to omou da. Aber ich bin mir sicher, du siehst toll darin aus. Konna kawaii ko ga onna no ko no hazu ga nai. De dai ninki ni naru yo. Ne, shiyou yo Cosplay debut. Der Satz, jemand so süß kann nicht, kann kein Mädchen sein, ist wirklich populär momentan, weißt du? Komm schon, mach jetzt dein Cosplay-Debüt, dein Erstauftritt. Mayuris Hobby ist es, Kostüme anzufertigen. Sie hat wenigstens 30 bisher hergestellt, heiliger. Aber es ist viel seltener, dass sie selbst eines davon trägt. Stattdessen scheint es sie zu begeistern, andere sie tragen zu sehen. Und es sieht so aus, als hätte sie Lukaku ausgewählt als ihr nächstes Ziel. Natürlich, raving about. Natürlich ist das Kostüm, über das sich Mayuri momentan so sehr begeistert, das eines weiblichen Charakters. Normalerweise würde ich verstehen, warum ein Mann es nicht wollen würde, sich wie ein Mädchen anzuziehen, aber kommt schon, Lukaku hat kein Problem damit, eine Mikro-Robe zu tragen. Warum sollte es bei einem Cosplay-Outfit ein großer Unterschied sein? Aber egal, ich habe andere Dinge, um die ich mich kümmern muss. Ja, erspart euch diesen trivialen Kram für später. Das ist wirklich wichtig für Mayushi. Und für mich ist es trivial! Sei ruhig! Soriuri, Lukaku, yo. Orega, kono jinja wo tazuneta no wa hoka demo nai. Oharai wo tanomitai no da ga, yatte morai nai daro ka. Ein bisschen zu leise, die Stimmen teilweise. Jetzt auch die von Okabe. Auf jeden Fall, Lukaku, ich bin hierher gekommen aus einem ganz bestimmten Grund. Ich möchte, dass du einen Exorzismus vollführst. Auf mir. Oharai desu ka? Ein Exorzismus? Dann gehe ich und hole meinen Vater. Bitte warte kurz. Nein, so ernst ist es dann auch wieder nicht. Ich brauche nur ein wenig Seelenfrieden. Das ist der Grund, warum ich hier gekommen bin und nicht zum Kanda-Schrein gegangen bin. Damit wollte ich sagen, mach einfach das Übliche. Das Übliche? Du meinst Samidare, das Schwert? Wer zum Teufel benutzt ein Dämonenschwert für einen Exorzismus? Das Übliche für einen Exorzismus sollte eigentlich offensichtlich sein. Ich weiß nicht,
棒に白い紙がふさふさとついていて、神主がわさわさと振るやつだ。Ah ja, der Stock mit diesem Papierfetzen drauf. Ich weiß nicht, wie es genannt wird, aber ich meine diesen Stock mit diesem Zickzack-Papier-Dingern, die der Priester hin und her wedelt mit. Das klang wirklich doof, Ocarin. Das ist ein ziemlicher Schock, das ausgerechnet von Mayui zu hören. Ach, die Onusa. Aber ich weiß nicht, ob mein Vater mir das Ding leihen würde. Eine Onusa ist eine Art Stab, der von Shinto-Priestern getragen wird, geschmückt oder behangen mit dem Shide-Papier. Es wird benutzt bei Segnungsritualen, um böse Geister abzuhalten. Ich gehe ihn schnell fragen. Tada, Lukako macht eine schnelle Verbeugung, dann rennt er in Richtung des Hauses, seines Hauses, das ebenfalls auf dem Grundstück des Schreines steht. In der Zwischenzeit nimmt Mayuri ihre Tasche, ihre Pocket Watch, also ihre Taschenuhr aus ihrer Tasche und überprüft die Uhrzeit. Ist eine sehr alte Taschenuhr, aber nicht die Art, die man von einer Highschool-Schülerin erwarten würde. Der Name der Uhr ist Pockety. Natürlich ist es Mayuri, die der Uhr den Namen gegeben hat. Und es ist nicht ein... Not its brand name. Es ist nicht irgendein Markenname oder sowas in der Richtung. Sie trägt sie rum seit der Grundschule. Und Mayuri hat sie immer überall mit hingeschleppt. Es ist ihr wertvollster Besitz. Ja, Mayushi wa kore kara baito da kara. Mo iku ne? Zeit zur Arbeit zu gehen für mich. Soka, ganbatte koi. Baito ga owattara chokusetsu kaeru no ka? Dann tu dein Bestes. Du wirst danach direkt wieder nach Hause gehen, richtig? Ah. Jupp. Mayuri verlässt, lebt. Ich dachte, er liebt. Mayuri lebt in Ikebukuro. Sie kommt nach Akibaya mit dem Zug praktisch jeden Tag. Es sollte offensichtlich sein, dass wir Kindheitsfreunde sind und so weiter. Aber ich lebe ebenfalls in Ikebukuro. Auch wenn wir die ganze Sommerpause at the lab since summer. Achso, auch wenn wir seit dem Beginn der Sommerpause die ganze Zeit im Labor verbracht haben. Wir sehen uns morgen. Ich rufe Mayuri hinterher, dass sie stoppen soll, einen Moment warten soll, bevor sie davon trottet. Mayuri. Omae wa anotoki Radikan de otoku no hime o kiita yo na. Warte, Mayuri, im Radikan hast du da einen Mann schreien hören, richtig? Hime? Schreien? Mayuri blinzelt einige Male und legt dann ihren Finger auf ihre Schläfe, als würde sie nachdenken. Dann gibt sie mir ihr übliches Lächeln. Wann war das nochmal? Diesen Nachmittag. Ich glaube nicht, dass ich was gehört habe. Soka. Wakatta. Dattara ii. Nun denn, okay. Hena Ocarin. Ocarin ist merkwürdig. Ja, ne? Tuturu. Tuturu. Bye bye, Mayuri. Und mit diesen Worten verlässt uns Mayuri. Dieses Mal endgültig, auch wenn sie einmal kurz pausiert, um fast ein halbes Dutzend Mal zu winken, bevor sie dann durch den Überhang verschwindet, durch den Tunnel, ich weiß nicht. Danke fürs Warten, Okabe-san. Lukako kehrt zurück, kurz nachdem Mayuri gegangen ist. In seinen Händen trägt er dieses weiße Zickzack-Ding, nach dem ich gefragt habe. Vater hat es mich borgen lassen, Gott sei Dank. Oh, ist Mayuri schon gegangen? Mayuri war doch nicht mehr. 今すぐお祓いを始めるのだ、ルカコよ。
Mach dir keine Gedanken um Mayuri. Beginne sofort mit dem Exorzismus, Lukako! Hi. Boku de iin deshou ka? Somosomo, nani ni taisuru oharai wo? Okay, aber was soll ich denn jetzt damit, was soll ich damit für dich tun? Was genau soll ich denn exorzieren? Lukako sieht, was nochmal pflastert. Können wir ganz kurz sagen, was pflastert nochmal heißt? Ich will nochmal ganz kurz schauen, weil ich kann theoretisch... Ach, wo war es jetzt nochmal, Config? Seine Stimme ein bisschen leiser stellen. So wie die von Mayuri. Weil einige Charaktere scheinen leiser aufgenommen zu sein, wie zum Beispiel Kurisu und Okabe selbst. Die kann ich dann entsprechend ein bisschen runterdrehen. Aber der Rest... Ich glaube, Itaro war auch ein bisschen lauter letztes Mal. Den Rest haben wir noch nicht getroffen, soweit ich das sehe. Und die, Moment, die Other Characters hier, die kann ich auch noch mal leiser drehen. Ich glaube, peinlich berührt, Lukako. Is he really up to this? Ist er wirklich diese Aufgabe gewachsen? Ich habe so langsam meine Zweifel. Ich hätte es besser wissen sollen. Der Moment, in dem Zweifel mein Herz berührt, ist... In dem Moment, wo der Zweifel mein Herz erreicht, spüre ich einen schrecklichen, kalten Schauer meinen Rücken hier runterjagen. Ja, ja. Ist ja schon gut, Okabe. Ah, oh, ist der böse Geist in meinem Arm! Ich greife meine wie wild durch die Gegend schwingendes Handgelenk. Sei ruhig, fauler Geist! Los, beeil dich, Lukako! Er versucht, die Kontrolle zu übernehmen! Okabe-san, schickari shite kudasai! Nein, bitte halt durch, Okabe-san! Ore wa Okabe-san dewa nai! Ich bin nicht mehr Okabe-san! Oder ich heiße es nicht so. Sumimasen, Kyouma-san! Demo, boku, dou shitara? Es tut mir leid, Kyouma-san, aber was soll ich nur tun? Oharai wo isoge! Kono mai oshieta tori ni yareba ii! Der Exorzismus, beeil dich, tu es einfach so, wie ich es dir beigebracht habe. Hi. Okay. Mit einem ernsten Ausdruck auf seinem Gesicht schnappt Lukako das Uonusa mit beiden Händen, als wäre es ein Schwert. Seine Stellung, seine Haltung ist beeindruckend. Ich habe ihn gut gelehrt. Sein Gesicht ist rot und er kann kaum sprechen. Es sieht so aus, als würde er etwas sagen wollen, aber er zögert. Panik, weil er sich so unwohl fühlt. Dieser Amateur. Man kann es auch übertreiben. Bitte, Lukako, befreie mich von diesem Geist, treibe ihn aus! Ich will dich nicht umbringen nachher, wenn du es nicht tust. Lukako fängt an zu heulen. Es sieht aus, als würde er sich wirklich Sorgen um mich machen. Der Grund ist... Reason tells me the guy... Ah... mein Menschenverstand, mein Verstand sagt mir, dass er ein Kerl ist, aber sein wunderschönes Aussehen lässt mich Schuldgefühle haben, als hätte ich ein kleines, unschuldiges Mädchen zum Weinen gebracht. Aber trotz den Tränen in seinen Augen sieht es so aus, als würde Lukako sich langsam zusammenreißen. Okay. Hört mich, böse Geister! Er hebt das Uonusa in die Höhe und wedelt es von links nach rechts. Okabe, janakute, Kyouma-san kara, tete itte kudasai! Bitte verlasst Okabe, ich meine Kyouma-san! Iso, sono mama ore no ude ni fusafusa wo atero! So ist es richtig, Lukako, und jetzt schlage auf meinen Arm mit diesen Zickzack-Dingern mit dem Papier!
Die Spitze des Unusa berührt meinen oberen Arm. In einem Anime wäre das jetzt ein dramatischer Zeitpunkt, damit eine Schockwelle auftaucht, aber nichts in der Art passiert. Das einzige Geräusch ist das Chirpen der Zikaden. Hat das funktioniert? Ich nehme einen tiefen Atem. Ich atme tief ein. Das Zucken in meinen Armen hat gestoppt. Mir geht's gut. Sieht aus, als hättest du die bösen Geister vertrieben. Gut gemacht, Lukaku. Lukaku seufzt erleichtert und läuft wieder rot an. Es freut mich, wenn ich helfen konnte. Sein schüchternes Lächeln lässt ihn wirklich immer noch aussehen wie ein Mädchen, aber... Verdammt, er ist kein Kerl mehr. Schade, ich dachte, das Spiel sagt es mir nochmal. Nachdem ich wieder zurück im Labor angekommen bin, schnappe ich mir unseren kaputten Fernseher und bringe ihn runter in das in den Brown Tube Workshop, um ihn reparieren zu lassen. Daru und Mayuri sind bereits nach Hause gegangen, also muss ich den Fernseher die enge Treppe ganz alleine runtertragen. Es ist echt brutal und rückenzerbrechende Knochenarbeit, aber ich krieg's schon irgendwie hin. Ich drücke mich an der Tür der Werkstatt vorbei mit meinen Hüften und gehe hinein. Ich wollte gerade sagen, hat man noch ganz kurz so rüber geschaut, aber passt schon. Der Raum ist nur leicht beleuchtet von der Abendsonne, aber in diesem Glanzgloom, in dieser Atmosphäre, die wird davon beeinträchtigt, davon vertrieben von den Bildschirmen der gigantischen CRT-Fernseher oder von einem gigantischen Fernseher in der Mitte des Raumes steht. Ein 42 Zoll CRT-Fernseher. Es scheint nicht so... doesn't seem like something you could get in modern Japan. Sieht nicht so aus wie etwas, was man im modernen Japan heutzutage noch bekommen könnte. Mit LCD-Fernsehern als neuem Standard. Bezweifle ich ernsthaft, dass jemand so einen großen, klobigen, alten CRT haben wollen würde. Oh. Und... Do sha Okabe? Da haben wir unseren nächsten Charakter. Yo, was gibt's, Okabe? Vor dem großen, vor dem Bildschirm des großen CRTs sitzt ein ähnlich großer Mann mit, und liest eine Sportzeitung. Und hierbei handelt es sich um den Workshop-Manager und eigentlich sogar auch den Besitzer dieses ganzen Gebäudes, Tenyoji Yugo. Ich nenne ihn Mr. Brown. Es ist ein passender Name für jemanden, der Braunröhrenfernseher so liebt, tippe ich mal. Was los sein soll? Der Fernseher, den sie mir gegeben haben, der ist kaputt gegangen. Das ist passiert. Ich wette, ihr habt damit Schindler getrieben. Ich wette, ihr habt ihn kaputt gemacht, oder? Ich schaffe es gerade so, den schweren Fernseher auf den Tresen zu stellen. Ja, Mail! Moment. Gib mir Mail. Warum kann ich Mail nicht aufrufen? Was war nochmal Taste für Mail? Ich hab's vergessen. Genau, wir ziehen erstmal unser Handy raus, während ich hier stehe und... Was nochmal Backlog? High-Techs, Force-Kits, Phone-Trigger, genau. C war es unter anderem noch. Aha, wir haben Mail. Von, ich glaube, Mayuri ist das aktuelle, ne? Das war die Nachricht, die wir nicht identifizieren konnten, die eine. Kommen wir mal zurück. Ach, linke, rechte Maus ist wahrscheinlich. Das war die Upa-Nachricht, auf die wir geantwortet haben, also mit dem kleinen Symbol. Ich wollte nur sicher gehen, dass ich nicht das falsche auswähle. Mayuri, wieder über Upas. Weißt du, ich bin wirklich traurig darüber, dass ich... Ist das wirklich neu? Ist das dann neu?
Takeo-kun, Super One Collect. Ah, ich glaube, Moment, das, ja, es geht von unten nach oben, ich wollte gerade sagen. Aber darauf haben wir geantwortet, das soll das Symbol wahrscheinlich bedeuten, das ist ein Pfeil. Man kann es nur etwas schlecht sehen bei mir im Bild. Wir hatten ihr geantwortet, da waren nämlich vorher die Stichwörter markiert, soweit ich mich erinnere, mit Upa und ich glaube Fatty Gero Froggy. Wir haben ihr gesagt, oder wir haben ihr darauf geantwortet. Jetzt schreibt uns Mayuri mit einer Bilddatei. Diese Dinger. Okay, das sind wohl die neuen Upas. Upas sind super beliebt, weißt du? Sie werden even more popular. Sie sind sogar beliebter als der Held selbst, Kakeru-kun. Sie sind so süß, ich möchte sie alle sammeln. Es sieht so aus. It's like how you used. Es ist genauso wie damals, als du schwarze. Schwarze fingerlose Handschuhe gesammelt hast. Okay, verstehe. Auf was antworten wir denn? Kakeru-kun oder Handschuhe? Was denkt ihr? Also ich bin ja eher für Kakeru-kun, weil wir über den nicht so viel wissen. Können wir vielleicht mal nachfragen. Ey, wer ist das? Oder wollen wir schnippisch darauf reagieren, dass wir damals solche Sporthandschuhe getragen haben? Ich kenne die vom Fahrradfahren, dass man da keine Finger hat, beziehungsweise dass die nur bis zu dem Teil gehen. Bis zu den. Nee, Knöchel ist ja was anderes. Knöchel ist am Fuß, ich wollte gerade sagen. Bis zu den Fingeransätzen, so. Sagt zufällig jemanden Eye-Range was? Nö. Ihr wollt Handschuhe. Okay, fingerless Handschuhe. Ist auch Attachments? Nein, das ist da für was anderes. Gut, dann Reply. Don't sell it, wieder Antwort an Mayuri. In der Tat, aber du musst niemals mit jemand anderen darüber sprechen, dass ich die damals gesammelt habe. Es war notwendig, um böse Monstrositäten wegzusperren, die immer noch schlafend in meinem rechten Arm gelebt haben. Ah ja. Okay. Wir haben es gesendet. Hurra. Ja, der Pfeil da oben ist es. Kann ich den ja nicht antworten? Nee, oder? Nee, anscheinend nicht. Weil wir keine Stichworte drin waren. Genau, so läuft das ja. Aber coole Mail. So. Hallo, guter Mann. Ich habe gerade ein SMS verschickt. Gut, dass du gewartet hast. Liebe, du musst die Dinger mit Liebe behandeln. Wer kennt das Spiel? Kann man hier was falsch machen? Achso, ihr meint jetzt das hier. Ich dachte, du meinst gerade mit Eye Range oder what the fuck? Ich dachte, das war jetzt ein Zusammenhang zwischen deinen beiden Sätzen, Radon. Ein muskelbepackter Typ mit Glatze, der über Liebe spricht. Das sendet ebenfalls einen Schauer über meinen Rücken. Ich brauche eine Reparatur so schnell wie möglich. Ach, Mann, Junge, warum musst du immer so reden? Mr. Brown beginnt nach dem Fehler des ganzen Problems zu suchen. Da er nichts Besseres zu tun, oder da ich gerade nichts Besseres zu tun habe, sehe ich mich im Laden um. Melly, ich habe solche Handschuhe, ich glaube, irgendwo so 5. bis 8. Klasse auch mal besessen und getragen. Ich fand die irgendwie auch cool. Aber leider ist das dann immer so eine Sache, wenn man die Dinger als einziger trägt und dann etwas albern wirkt. I don't just know hang around. Ich weiß nicht, ob es der Staub ist, der hier in der Luft hängt, aber irgendwie fühlt sich dieser Ort hier stagnierend, irgendwie stillstehend an. Da ist ein Fernseher. Überall sieht man diese CRT-Bildschirme. The Haphazard Layout. Also der willkürliche Aufbau lässt das Ganze eher wie Müll aussehen, aber sie funktionieren alle noch, zumindest laut Mr. Brown. Ich wollte gerade sagen, eigentlich, wir haben noch unseren Mr. Brown, oder? Das heißt, wir haben jetzt hier einen Charakter ohne Haare, der Mr. Brown heißt. Also ich weiß ja nicht, aber muskelbepackt ist. LeBron, da haben wir wieder einen für dich. Das zweite Spiel, wo wir Mr. Brown begegnen. Oder einem Brown. Er hat eine komplette Reichweite beiderlei jeweils alt oder neue Geräte. Einige von ihnen sind älter als ich. Andere, es gibt auch einige
flache Bildschirme und HD-CRTs, die rausgekommen sind, kurz bevor die LCDs den Markt übernommen haben. Sie haben ungewöhnlich lange heute offen. Machen Sie nicht normalerweise um 7 den Laden zu? Die Mengen oder die, ja, die Menschenmengen, die Leute in Akiba dünnen sich nachts relativ schnell aus. Alle großen Elektronikgeschäfte schließen normalerweise um 8 oder 9 Uhr rum. Und dann, wenn die Lebenshaftigkeit, wenn der Trubel des Tages, als wäre er einfach nur eine Lüge gewesen, wird die ganze Stadt auf einmal komplett still. Ich erwarte jemanden. Du meinst diesen Chipmunk, der dir gehört oder zu dir gehört? Was ist dann Chipmunk in dem Sinne? Irgendeine Art von Eichhörnchen, glaube ich, war das ja, ne? Aber also gut, Alvin und die Chipmunks, aber ich meine gerade den Wortlaut. So, einen Moment, Leute, ich will das mal ganz kurz korrigieren hier. Ich habe so das Gefühl. Ah ne, Moment, andere Option. Ich habe so ein ganz bisschen das Gefühl, dass mir das hier nicht gefällt. Na, krieg ich das? Hey. Ah ja, hier. So, ein bisschen besser. Ah, oh, verdammter Bildschirmübergang hier drüben. So. Streifenhörnchen, oh je, Melli hat die Lore für uns parat. Kennt die Geschichte hinter diesem Spiel hier. Oder zumindest die Chipmunk-Lore. Nenn dieses kleine Mädchen gefällig nicht als Streifenhörnchen, hörst du? Der Manager starrt mich böse an und nimmt ein Foto aus seinem Portemonnaie. Das ist das Bildnis eines jungen Mädchens, was schüchtern. Ein Peace-Zeichen in die Kamera macht. Man könnte annehmen, dass dieser muskelbepackte Mann irgendeine Art Perversling wäre, aber das Mädchen ist eigentlich seine Tochter. Sie ist ungefähr 12 Jahre alt inzwischen, denke ich. Seine Liebe für sie second only. Achso. Die Liebe für seine Tochter ist, wird nur noch von seiner Liebe. Nee. Die Liebe für CRT-Fernseher, wird noch für seine Tochter übertroffen. So macht der Satz auch Sinn. Oder war es doch andersrum? Verdammt, da habe ich mir Mühe gegeben beim Übersetzen und das Spiel dreht direkt wieder um. Ich sehe sie immer mal wieder hier im Laden. Was war ihr Name nochmal? Nein, Tedastra. Bukkoroskarna. Wenn du Nai nur auch nur anfasst, dann bist du tot, Junge. Ah, das war der Name. Nai. Ein seltener Name. Der bedeutet to braid. Ich glaube, zu meckern? War to braid meckern? Sie taucht immer mal wieder im Geschäft auf und deswegen haben wir schon vorher miteinander zu tun gehabt. Und damit wir meine ich vor allem Mayuri. Denn sie ist die Einzige, die wirklich mit Nai klarkommt. Nai versteckt sich immer, wenn sie mich oder Daru sieht. Ich muss zugeben, ich bin beeindruckt, dass sie meine Aura des Wahnsinns bereits in seinem so jungen Alter spüren kann. Mr. Brown macht eine gewaltige Kussgeste in Richtung des Fotos seiner Tochter. Fletschen, fragt ihr Google-Übersetzer, ich weiß nicht, was Braid heißt. Aber es gab ein Spiel, was Braid heißt und ich glaube nicht, dass es dann Meckern heißt im Zusammenhang wahrscheinlich. Und erneut jagt es einen Schauer über meinen Rücken. Aber mal ganz ernsthaft, abgesehen von ihrer Tochter, hat dieses Geschäft überhaupt irgendeinen Kunden? Ich habe jetzt seit 6 Monaten die zweite Etage gemietet, aber ich kann mich nicht daran erinnern, jemals einen Kunden gesehen zu haben. Ich wäre überrascht, wenn dieser Ort hier überhaupt irgendwie Geld abwerfen würde. Sie ist kein Kunde. Er legt das Foto zurück und überprüft den Fernseher,
oder kümmert sich wieder um den Fernseher, den ich mitgebracht habe, und lässt mich mit dieser vagen Antwort einfach stehen. Ah, これは多分基板のハンダ浮きだな。直せるぜ。Ja, wahrscheinlich nur ein loses, keine Ahnung, lose Halterung am Board hinten dran. Das kann ich reparieren. So ist es klar. Dewa yoroshiku. Ja, wirklich? Ja, dann bitte tun Sie das. Mattero. Mitsumorisho tsukutte aru. Okay, warte mal. Ich gebe dir ungefähr eine Preiseinschätzung. Ma! Kane o toru no ka? Was? Wie sie verlangen Geld von mir? Atarimae daro. Harau ne tsumori datta no ka? Na, ich stelle ihn auch ein bisschen leiser, glaube ich. Lukako Yugo. Was denkst du denn? Das hier ist keine Wohlfahrts-Event. Sie sind derjenige, der mir den Fernseher überhaupt gegeben hat. Und? Ich habe niemals gesagt, dass ich das Ding umsonst reparieren würde. Seien Sie verflucht! Sie haben ganz schön Nerven, das zu sagen, nachdem Sie uns so ein halb kaputtes Stück Müll versucht haben anzudrehen. Oh, halt die Klappe. Wenn du es nicht willst, dann kann ich es auch zurücknehmen. Aber dann muss ich dir praktisch eine Gebühr aufhalsen dafür, dass du das Ding hier, das hier gelassen hast. Unglaublich, sie wagen es mich zu betrügen, den Mann, der irgendwann mal sehr gut möglicherweise die Zukunft der Menschheit ändern könnte. Wer soll das denn nochmal sein? Nicht natürlich! Wer sonst? Putze die Zähne, Kleiner, und geh schlafen. Du hast ganz schön Nerven, mir Konter zu geben, wenn ich dich in der zweiten Etage für praktisch lau wohnen lasse. Mr. Brown. Sie sollen ihr Geld haben, Mr. Brown. Am Ende habe ich leider keine Chance gegen ihn. In dem Moment höre ich, wie sie die Tür öffnet. Hallihallo, Duda. Ich sehe herauf und bemerke, dass ein Mädchen das Geschäft betreten hat. Ebenfalls mit dem Katzenlächeln, mal wieder. Sie trägt eine alte Vintage-Jacke. Oder gut, nicht alt, aber Vintage. Naja. Und enge Sporthosen oder Shorts, die ihre langen Beine und athletische Figur betonen. Ich bin selbst sehr beeindruckt von ihrer sehr geformten, von ihren sehr geformten Waden, Beinen, Hüften. Okay. Ja. Hallo. Hintergrund wird weiß und mein PC-Festplatte fängt an zu laden. Verdammt, was ist hier los? Ich glaube, es soll mal wieder speichern. Wo haben wir es denn? Save. Hätte ich vorhin sowieso machen sollen, weil wir ja mal wieder ein SMS abgeschickt hatten. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Streifenhörnchen, siehe Discord. Da bin ich gerade nicht. Muss ich später wieder anstellen. Plötzlich stoppt die Zeit. Es fühlt sich so an, als hätte jemand die Welt aktiviert. Ist jetzt eine Anspielung auf Yu-Gi-Oh!, das bezweifle ich irgendwie, aber ich will das sehen. Moment, Tipslist. The World. Die Fähigkeit, die Zeit zu stoppen. Eine der übernatürlichen Fähigkeiten, die man Stance nennt, die in... die auftaucht in dem populären Manga Juju's Bizarre Adventure. Diejenigen, die diese Fähigkeit besitzen, werden auch Stand-Nutzer genannt. Ah, okay. Verstehe. Du hast leuchtende Augen, Mädel. Das Mädchen steht dort mit einem Arm in der Luft. Ihr Lächeln verschwindet langsam in ihrer Verwirrung. Was für eine Art von Reaktion hat sie erwartet? Ernsthaft?
Egal, ist das die Person, die Mr. Braun erwartet hat? Vielleicht ist sie, vielleicht kennt sie ihn irgendwie persönlich. Eine weitere Tochter vielleicht? Oder wage ich es zu behaupten, eine Freundin? Ich öffne, ja, sie, endlich lässt sie die Pose sein und räuspert sich. Ich habe vorhin angerufen, ich bin Amane. Und just in diesem Moment fängt die Zeit an wieder zu fließen. Du bist also die Kleine wegen dem Jobinterview. Ich bin Tennoji, der Manager. Ein Jobangebot, ein Interview für so eine junge Frau? Du willst arbeiten in so einem heruntergekommenen, dunklen, finsteren, schmutzigen, depressiven Workshop von Brown oder den Brown Tube Workshop mit diesem dreckigen alten Manager? Junge, willst du, dass ich ein paar extra 1000 Yen auf deine Rente aufschlage? Auf deine Miete? Was ich gesagt habe, ist nur die Wahrheit, aber ich denke, ich sollte mich hier nicht einmischen. Egal, aber ich hatte keine Ahnung, dass der Brown Tube Workshop Leute anstellt. Sie sehen immer so unbeschäftigt aus. Ich wusste nicht, dass sie Hilfe brauchen hier drin. Nun, eigentlich bin ich diejenige, die nach dem um den Job gebettelt hat. Das Mädchen sieht ein bisschen beschämt aus. Der Boss hier hat am Anfang noch abgelehnt, aber boah, ich brauche Energy Drink, Leute. Aber ich konnte nicht, nein, nicht als Antwort akzeptieren. Das ist ehrlich gesagt ziemlich überraschend. Jugendliche heutzutage haben kaum noch richtigen Antrieb. Ist echt selten geworden. Ja, setz dich hin, junge Dame. Danke. Das sieht irgendwie zu harmlos aus, habe ich das Gefühl. Sieht so aus, als hätten sie ein formales Interview gleich. Ich wollte eigentlich gerade gehen, aber da Mr. Braun mich noch nicht herausgeschmissen hat, denke ich, bleibe ich noch ein bisschen länger hier. Der Ausdruck des Mädchens ist ziemlich versteift. Ich denke, sie ist nervös. Aber nur wegen eines Teilzeitjob-Interviews? Im Gegensatz dazu, wie sie gerade eben sagte, sie würde Nein nicht als Antwort nehmen, scheint sie nicht mehr allzu enthusiastisch zu sein. Was war dein Name nochmal? Amane Suzuha des. Amane Suzuha. Toshi wa? Alter? 18. 18. Na, genau wie ich. Gakusei? Student? Nein. Sie schüttelt ihren Kopf. Nande uchi de hatarakitai da? Warum willst du hier arbeiten? Braunkan ga suki da kara. Weil ich CRT-Fernseher liebe. Saiyo. Ashita kara koi. Eingestellt. Du fängst morgen an. Cho, sore de ii no ka? Touka kore wa konto ka? Moshikashite shikomi ka? Warte mal, ist das irgendeine Art Witz? Sind wir bei einer versteckten Kamera? Arigato, Tencho-san. Danke, Boss. Endlich entspannt sich Amane Suzuha ein bisschen. Dann sieht sie mich an. Wer bist du? Ore no na. Kikitai to iu no ka? Ja, yamete oke. Sore o shiru koto de omae ni mo saiyaku ga furikakaru kamoshiren.
Du wagst es, nach meinem Namen zu fragen? Verbanne diesen Gedanken aus deinem Kopf, lieber Mädchen. Ihn zu erfahren, würde dein Leben in Gefahr bringen. Das war ziemlich lang. Ich muss nachher noch einen Filter einstellen, dass Mikrofongeräusche rausgefiltert werden zwischendurch. Vielerlei Frauen haben meinen Namen erfahren, nur um danach von der Organisation ins Fahnenkreuz genommen zu werden. Sarah in Amerika, Claudia in Italien, Simone in Frankreich. Ich werde niemanden anderes mehr in Gefahr bringen. Hey, hör auf, dir so einen Schwachsinn immer aus dem Arsch zu ziehen. Er scheint meinen Schmerz nicht zu verstehen. Dieser Idiot hier wohnt im zweiten Stock. Sein Name ist Okabe Rintaro. Mein Name ist nicht Okabe, mein es ist Hoin! Halt die Klappe, oder du zahlst mehr Miete. Okabe Rintaro. Ich heiße Okabe Rintaro, verdammt. Oh. Das Mädchen steht auf, legt ihre Hände auf meine Schulter und sieht mich an mit einem ernsten Gesichtsausdruck. Ich weiß nichts über die Organisation, die dich verfolgt. Aber wenn du jemals in Gefahr stecken solltest, Okabe Rintaro, dann lass es mich wissen. Ich kann mit so einem Kram dir helfen. Ha? Zwei Kerle, sehr verwirrt. Kram wie was? Okay, wenn nötig, kann ich sie so schwer verletzen, dass sie nie wieder dich nerven, dir auf die Nerven gehen werden. Mr. Brown, 彼女は採用しない方がいいと思う. Wie er das ausspricht, Mr. Brown, ich denke nicht, dass sie sich anstellen sollten. Ah, 物騒だな. 騒ぎ起こしたら首にするからな. そもそもその機関なんたらは岡部の創作だから本気にすんな. Ja, sie scheint ein ganz schön wilde zu sein. Ich werde sie feuern, wenn sie irgendwelche Probleme macht. Aber egal, ignoriere diesen ganzen Organisationsmumpels. Das ist alles nur in Okabes Kopf. Sōsaku? Oh, ist das so? せいぜいそう思ってるがいいさ. Ja, denkt ihr das nur weiter. Aber eines Tages wird die Welt vor mir knien. Und dann starrt mich Amane Suzuha direkt wieder an. Vielleicht hat sie einfach nur eine Macke, den Leuten direkt in die Augen zu schauen. Also das ist momentan der aktuelle Trend. Danke für den Tipp. Trend? Nee, ich glaube nicht. Immer diese merkwürdigen Personen in unserer Umgebung. Kann das nicht mal aufhören? Erzähl. So heiß. Wir haben schon wieder eine E-Mail bekommen. Verdammt. Wer hat uns diesmal geschrieben? Lukako war's. Oh. Wegen gestern. Ist das gestern mit dem Exorzismus wirklich okay gewesen? Ich fühle... Ich habe das Gefühl, eine traditionelle Zeremonie wäre besser gewesen. Ich mache mir Sorgen, etwas könnte mit dir passiert sein, wegen meinem Exorzismus, weil er nicht stark genug war. Ich mache mir Sorgen, dass es so weiter skippt auf die nächste Stelle hier, das ist irgendwie total irritierend für mich. Das könnte auch im Patch drin sein. Danke, Melly, jupp, hatte ich gleich vor. Ich wollte nur fix fertig lesen. Es macht mir so viele Sorgen, ich kann nachts nicht schlafen. PS, wegen mir, weil ich nicht mehr tun konnte... Deswegen konnte ich nicht mehr als drei Schwertschwinger, keine Ahnung, mit dem Teufelsschwert Samidare machen. Okay. Moment.
Wäre schön, wenn man das Menü auch anders aufrufen könnte, aber gut. Zacker. So, Handy wieder auf C und dann können wir was, gucken, was wir antworten können eigentlich. Kann ich eigentlich auch Leute anrufen? Ich meine, ich kann die Phonewave anrufen. Hier kann ich niemanden anklicken, das kommt wohl erst später. Einstellungen haben wir ja schon gehabt. Ja, gut, dann Inbox, Lukaku. Exorzismus, Zeremonie oder etwas Besseres getan zu haben. Die drei Stichworte haben wir. Sucht euch aus, Mädels. Was denkt ihr, wäre am besten? In der Zeit kann ich mal kurz meine Nasendrogen versuchen zu finden. Habe ich noch welche? Ja, da habe ich noch welche. Das heißt, ein Exorzismus wäre relativ allgemein. Zeremonie wäre auch relativ allgemein. Etwas passieren könnte. Es nimmt sich alles nicht sehr viel, finde ich. Ich hoffe, irgendwann brauche ich das Nasenspray nicht mehr. Entschuldigt. Was haben wir? Something von Melly, Abe und Charon. LeBron ist der Einzige, glaube ich, der Zeremonie war. Also etwas Something. Something passiert ist. Okay, Reply. Mach dir keine Sorgen, dank deines Exorzismus-Zeremonie. Ah, ja gut. Wir haben ja Exorzismus und Zeremonie haben LeBron und Kado, habt ihr recht. Aber dreimal Something. Von daher Something führt. Mach dir keine Sorgen. Dank deines Exorzismus ist mein rechter Arm, hat sich wieder beruhigt für eine Weile. Trotzdem gibt es, kann ich nicht sagen, was das ausgelöst hat, wenn ich dazu gezwungen werde, es wieder zu bekämpfen. Lass uns einfach hoffen, dass die Organisation, die Assassinen der Organisation, mich nicht finden. Bevor die Frage aufkommt, das war nur gespielt von Okabe. Ihr merkt ja, dass er ein relativ extremer Charakter ist, dass er sehr, sehr viel schauspielert oder überreagiert und überdramatisiert in solchen Situationen. Aber das ist jetzt nicht irgendein Plotpoint, irgendwie ein Punkt der Geschichte, der relevant ist für später. Es geht nur darum zu zeigen, dass er gegenüber seinen Freunden und Bekannten wie eben Lukaku zum Beispiel auch so diese Rolle weiter spielt und oben hält mit dem verrückten Wissenschaftler und dass er für den Exorzismus so einen Grund hergenommen hat, damit er nicht einfach sagen muss, ja, für mich hat die Zeit auf einmal keinen Sinn mehr gemacht, ich möchte bitte, dass du mir da hilfst. Ich glaube, das wollte einfach nur nicht Lukaku sagen. So heiß. So heiß. Jemand im Chat, so heiß. Ich war den ganzen Morgen in der Universität. Als ich zurückkomme nach Akiba, ist die Hitze kaum noch erträglich. Ich schnappe mir einen Eiskaffee aus der Bäckerei in Yodobashi, um meinen Durst zu löschen. Während ich dort bin, überprüfe ich den Ad-Channel auf meinem Phone. Es ist größtenteils ein okkultes, was kann ich mit Board übersetzen? Pinboard? Naja, ein Pinbrett, ja, also nicht ein Forum, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine, so eine Art Blog praktisch. Über das Future Technology Board und manchmal das für Physik. Ich suche nach Forum-Threads oder Themen über das Phänomen des Massenverschwindens oder Marquise Curisos Ermordung oder Erstechen, aber nichts ist zu finden. Also waren es doch nur Halluzinationen am Ende. Als ich mir erneut das Okkult-Board ansehe, finde ich ein paar Posts in mehreren Threads von jemandem, der behauptet, John Tater zu sein. Warte, John Tater ist wieder zurück? Kleine Einblendung. John Tater ist aufgetaucht im amerikanischen BBS, ich glaube, das ist ein Fernsehkanal, vor 10 Jahren und behauptete, er wäre ein Zeitreisender gewesen. Er hat behauptet, IBN, okay, Zeit, oder Code oder sowas, was ist das? Er behauptet, er wäre aus dem Jahr 2036 gekommen, um einen alten Computer zu holen, den IBM 5100. Er behauptete, Disclaim Star, achso nein, seine Behauptungen begannen einen Sturm, quite a storm among the, oder eine, bewirkten eine starke Unruhe
in der BBS Denizens, der BBS, sind das Mitarbeiter oder sind das Bewohner? Weil ich weiß jetzt nicht, was BBS in dem Zusammenhang heißt. Sekunde mal. IBN. Ein amerikanischer Computer. IBN. Hahaha. Amerikanische Computerfirma. Sie haben nicht nur Hardware entwickelt und verkauft, sondern auch Software. Sie haben außerdem Service angeboten und Unternehmen, Shitstorm ist eine gute Idee, Melly, Unternehmen beraten. In den letzten Jahren haben sie es zu ihrem Hauptfokus gemacht. They had made the latter their main focus. Also haben sie das Konsultieren und Serviceangebote zu ihrem Hauptfokus gemacht. Und IBM hat außerdem die Floppy Disk und die Hard Drives erfunden. Stimmt das von IBM? Also unseren realen? Das weiß ich gar nicht. Taito hat außerdem einige sehr akkurate, wenn auch vereinzelte, Vorhersagen für die Zukunft getroffen. Der Start des Irakkriegs und das Ausbreiten des Kreuzfeld-Jakob-Krankheit zum Beispiel. Oh, das klingt interessant. Kreuzfeld-Jakob-Krankheit, ein anderer Name für Bovine's Spongiform RBSE, danke. Auch die als die Kuhkrankheit benannt. Ja, Ping Ping ist leider ein bisschen abgesunken gerade. Die only used in the case of human. Achso, der Begriff, der für BSE benutzt wird, aber nur im Fall einer Infektion eines Menschen. Frühsymptome beinhalten Gedächtnisverlust, abnormale Bewegungen, Veränderungen der Persönlichkeit, Demenz. Und Versteifung der Muskeln. In einigen ernsthaften Fällen ist der Patient bereits may waste away one before dying some respiratory. Also verweilt der Patient 1 bis 2 Jahre vor seinem Tod in einem Paralysezustand und anderen Komplikationen. Ping Ping, alter Schwede, Ping Ping, was ist denn gerade los mit dir? Leute, wir warten mal ganz kurz, weil das sieht nicht gesund aus, was Ping Ping da gerade treibt. Was war das, bitteschön? Ja, erhol dich mal wieder, das wäre ganz nett. Ja, tut der Ape. Wahrscheinlich. Das habe ich gerade gesagt. Steam ist es aber nicht, dass irgendwas im Hintergrund lädt, wie es bei mir hier aussieht. Ich bezweifle einfach mal, dass irgendwas anderes ist. Leistung Ethernet. Zwei Bilder pro Sekunde. Na, das ist ein bisschen heftig. Also so sollte sich jetzt langsam wieder ein bisschen erholen, weil so groß ist der Verlust dann doch eigentlich nicht. Empfangen, senden. 1,3 Mbit, ja, es wackelt allerdings die Diagrammübersicht. Ne, das brauche ich nicht. Ansicht, Netzwerk. Ja. Scheint sich wieder ein bisschen gefangen zu haben. Meine Güte. Kann auch mal auf Nummer sicher gehen und mein Handy ausschalten. Das klebt ja auch am WLAN-Netzwerk, aber ich bezweifle, dass das jetzt eigentlich einen Einfluss haben müsste. Achso, ja, das waren die Fotos von Melili. Hm? Geh aus. Handy, geh aus. Ausschalten. Ausschalten. Ich will ausschalten. Ich will nicht. Warum soll ich mein Passwort eingeben, wenn ich das Handy ausschalten will? Spiel, Handy, erklär du mir mal. So, Finger. Meine Güte, Smartphone schwierig. Aus. Aus. Geht doch. Meine Fresse. Muss mich nur lauter beschwören, dann funktioniert es anscheinend auch. Ping Ping macht wieder etwas bessere Werte. To prove he was from the future. Um beweisen, dass John Tater aus der Zukunft kam, hat er das Prinzip hinter seiner Zeitmaschine erklärt und Bilder zur Verfügung gestellt von dessen Benutzerhandbuch. Aber nach ungefähr 4 Monaten ist er verschwunden, ohne jemals seine wahre Identität preisgegeben zu haben. An einem Punkt hat er haben seine Vorhersagen ziemlich an Popularität gewonnen, sogar in Japan. Ja, er hat
Er hat einige seiner Behauptungen haben auf jeden Fall gestimmt. Auf der anderen Seite haben die anderen, ziemlich viele andere daneben gelegen. Einige seiner Postings haben sich sogar gegenseitig verneint. Das ist der Grund, warum bis heute viele Leute diese seinen Wahrheitsgehalt als Zeitreisenden in Frage stellen. Und jetzt nach 10 Jahren der Stille kommt derselbe John Tater jetzt im japanischen BBS vor. Wahrscheinlich irgendwas mit Board. Ich denke mal, es ist irgendwie Internet-Board oder sowas, weil ich meine, im Anime ging es darum, dass seine Postings nur im Internet sind und nie im Fernsehen. Ja, das ist doch wahnwitzig. Das ist offensichtlich ein Troll. Wollen wir mal gucken, was das Spiel zu einem Troll sagt. Im Internet posten sie kontroverse Meinungen oder Falschinformationen, nur um damit eine Reaktion hervorzurufen. Das ist sehr sachlich gehalten zum Thema Trolle, aber gut. Als allererstes ist John Tater ein Amerikaner und vor allem trotz dieser Tatsache postet er im Ad-Channel in Japanisch. Und lass uns einmal einen Blick auf seine Posts werfen. Was stand da? CERN, glaube ich. John Tater, ich erwarte nicht, dass ihr mir glaubt, dass ich aus dem Jahr 2036 komme. Ich habe gesehen, I see that everyone would like to know more about... Ich verstehe, dass jeder gern mehr über meine Zeitmaschine erfahren möchte. Zeitreisetechnologie wurde entwickelt von CERN. Sie haben die erste Zeitmaschine im Jahr 2034 entwickelt. Time Traveler, lol. John Tater, lol. Mehr Details über die Zeitmaschine. Ich kann scrollen, halleluja. Und dann Anonymous, haben sie die Zeitmaschine verkauft? Wie viel hat sie gekostet? Ich habe eine für ungefähr 100 Millionen Yen. Ich habe ungefähr 100 Millionen Yen angespart. Können Sie mir eine senden, bitte? Natürlich. Ah, es geht noch weiter. Oder ein weiterer Posting. CERN hat ein Monopol auf Zeitmaschinen. Nicht mal die mächtigsten Nationen der Welt können eine erwerben. Nicht gesprochen von privaten Kunden. CERN benutzt ihre Zeitmaschinen für das Bekommen von Macht. In 2036, also 2 Jahre später, ist die Welt eine Dystopie geworden. Es gibt keinen Krieg, keine Konflikte. Allerdings ist es ein falscher Frieden, der gegründet wurde durch das komplette Aufheben, Eradicate, Löschen eigentlich, oder Beseitigen der Freiheit. Und was bedeutet eigentlich LOL? Wie bist du in diese Zeit gekommen? Hat das irgendwas mit dem Akiba-Satellitencrash zu tun? Warte mal, Leute. Tater-san versteht den Ad-Channel nicht. Doesn't understand Ad-Channel-Lingo. Achso, er versteht die Sprachgebärden des Internets nicht. Lass es uns einfach simpel halten, okay? Wenn ihr wisst, was ich meine. 343, get a trip code, asshole. Den verstehe ich nicht. Ich bin hergekommen, jetzige Zeit. Presence. Change my present, um meine Welt, meine Zeit zu ändern. So, mit anderen Worten, eure Zukunft. Meine Mission ist es, CERNs Dystopie zu zerstören und die Freiheit der Welt wiederherzustellen. Das ist eine wunderbare Zeit, in die ihr lebt. Jeder ist frei. Aber ihr werdet das in gerade mal 20 Jahren bereits verlieren. Es ist wirklich wichtig, dass ihr versteht, was die Zukunft für euch bereithält. Was ist ein Tripcode? Ich könnte mir einen besorgen, wenn ihr mir erzählt, was es ist. Du hast gesagt, CERN hat Zeitmaschinen. Sie haben eine Zeitmaschine. Das bedeutet, sie arbeiten für CERN. Deswegen kann es nicht ihr Ziel sein, CERNs Dystopie zu zerstören. Sie sind ein Fake. Was ist eine Dystopie? Wie kann CERN die Welt übernehmen in nur 20 Jahren? Schau dir den Mittleren Osten an. Ihr habt zu viele Mangas gelesen, wenn ihr denkt, dass solche Leute aufhören würden, sich gegenseitig umzubringen. Hoho. Who asked you? Wer hat dich darum gebeten, die Zukunft zu ändern? Wollen sie Gott spielen? Wenn sie den Weltfrieden versprechen, dann ich für meinen Teil...
Also wenn Sie uns Weltfrieden versprechen, dann heiße ich unseren neuen CERN Overlord sehr gerne willkommen. Ah ja. Ah ja, ja, sind das viele Texte. Meine Zeitmaschine ist ein Prototyp von, die rückwärts gebaut wurde. Also Reverse Engineering ist halt, wenn man ein Produkt hat und dann daraus, meine ich, seine eigene Maschine entwickelt oder sein eigenes Produkt entwickelt. Weil man hat nicht die Pläne, um etwas zu bauen, aber denkt sich selbst die Pläne aus dem fertigen Produkt und stellt dann seine Variante her. Gestohlen von CERN Technologie. Verglichen mit ihren Zeitmaschinen sind meine Möglichkeiten ziemlich limitiert. In 2036 ist die Welt, wird die Welt von einem einzigen allmächtigen Regierungskörper gebildet. Sie kontrollieren jeden Aspekt unseres Lebens und entscheiden, was wir essen, wo wir leben und wen wir heiraten werden. Es gibt keine Privatsphäre und keine Wahl. Jeder, der sich ihnen entgegenstellt, wird eliminiert. Es gibt keine Gerichte und keine Gerichtsverfahren. In Filmen und so ein Zeug haben kleine Veränderungen in der Vergangenheit schon große Effekte auf die Zukunft. Sie haben die Gegenwart schon geändert, indem sie hergekommen sind. Was passiert, wenn sie unvorhergesehene Veränderungen für die Zukunft machen? Das behauptet CERN regiert die Welt. Wisst du even know, was wissen sie überhaupt oder weißt du überhaupt, was CERN ist? OP, Thread-Ersteller ist ein Troll. Also wenn wir seinen Dad finden und ihn töten, dann wird dieser Zeitreisende, niemals geboren werden. Wir müssen uns diesen ganzen Bullshit nicht anhören, richtig? Ich möchte wissen, ob wir dein vergangenes Ich treffen können. Können sie wirklich in diese Richtung geht diese Visual Novel, heilige Scheiße, das ist ja schon tief. John Data. Ihr redet über das sogenannte Großvaterparadoxon. Das wurde bereits als Fehler bewiesen, als falsch herausgestellt. Diese Weltlinie hat eine Divergenz von 0,571024% im Vergleich zu der Weltlinie, aus der ich komme. Meinen Vater zu töten würde die Divergenz ändern, eine weitere Weltlinie erstellen, wo mein Vater tot ist. Allerdings würde es nicht diese Weltlinie löschen, sie würde weiterhin existieren. Bevor die Frage jetzt aufkommt, was damit gemeint ist, ich glaube, es wird auch vielleicht demnächst erklärt. Weltlinien in diesem Zusammenhang bedeuten nicht, dass ein Zeitstrahl existiert, sondern mehrere Arten von parallelen Zeiten, wie in Zero Escape. Das heißt, wir gehen davon aus, wenn John Tater in die Gegenwart reist und seinen Vater tötet, heißt das nicht, dass John Tater aufhört, bei uns zu existieren. Es heißt nur, dass daraus eine Zukunft entsteht, in der er tot ist. Aber die andere Zukunft, aus der John Tater kommt, die existiert weiterhin. Darum geht es mit Worldlines, das ist damit gemeint, mit Weltlinien. CERN ist ein Forschungsinstitut für Partikelphysik. Das hat sich nicht geändert in 2036. Es ist möglich, sein früheres Ich zu treffen. Die Prevailing Theory. Ich weiß gar nicht, was Prevailing heißt. Ping, ping, komm schon, nicht auf Null runtergehen. Das ist blöd. Blöd wieder. Router gerade rumspinnt. Tut mir leid, Leute. Wundert euch mal bitte nicht, ich werde mal ganz kurz den Stream killen und eine Option einstellen. Ich bin sofort wieder da. Ladet einfach so mal eine halbe Minute wieder neu. Okay. Ich sehe gerade niemanden Neues in der Zuschauerliste beim spontanen Rübergucken, aber ich mache den Stream schon mal wieder an. Abe, das müssen wir dann sehen, wann die morphogenetischen Felder ins Spiel kommen. Weil ich bezweifle, dass sie hier vorkamen. Zum Glück oder zum Pech. Je nachdem, wie man Zero Escape dann betrachten möchte. Ping Ping, du machst gerade echt keinen guten Job, mein Lieber. Echt mal überhaupt nicht. Ich schau mal ganz kurz, ob ich das noch spontan einstellen kann hier. Puffergröße. Ich will es eigentlich nicht runterstellen.
stell mal ganz bisschen die Qualität runter, vielleicht hilft es auf Dauer. Und solange der Puffer oben bleibt, könnte es klappen. Zumindest auf Dauer gesehen. Aber Ping Ping macht gerade leider echt keinen guten Job. Tut mir leid, Leute. Ach ja. Gutes Internet, ne? Wer kennt das noch? Ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht aus Versehen weiterklicke. Genau, andere Zeitlinie. Es ist möglich, mein vergangenes Ich zu treffen. Ja, Ping Ping streikt gerade. Es ist möglich, vergangenes Ich zu treffen. Prevailing Theory. In meiner Zeit is that nothing would happen. Also die vorherrschende Theorie in meiner Zeit würde bedeuten, dass es nichts ändern würde, wenn ich mein vergangenes Ich treffe. Ich allerdings habe mein vergangenes Ich nicht getroffen. Wenn du ein verdammter Zeitreisender bist, dann musst du es beweisen können. Zeig uns ein Bild von einer Zeitmaschine oder get the fuck out. Die viele Welteninterpretation. Wow, mal langsam, mein Freund. Research Institution Taking Over the World. Eine Forschungsinstitution, die die Welt übernimmt. Wow, lol. Ich habe nicht das Bedürfnis... Und ich habe nicht das Gefühl, dass ich euch etwas beweisen muss, zu sagen, wer ich bin. Ich poste diese Nachrichten nur, weil ich das möchte. Meine Mission kommt zuerst. Ah ja. Was sind diese Weltenlinien? Kann ich mich selbst in einer anderen Weltlinie treffen? Was würde passieren, wenn ich das tun würde? Späte Antwort 476. Ein Tripcode ist eine Möglichkeit, einen Post-it zu identifizieren und dann ein Passwort hinter deinen Namen schreiben. Ah, ja. Lol, Backpedaling. Haben wir noch was? Oh mein Gott, viel Text. Ja, ich wünschte, es würde anders aussehen, Melly. Ich habe schon wieder Sorgen für morgen. Haha, reimen. Müssen wir schauen, ob es um 21 Uhr oder 21:30 dann langsam besser wird, weil wir wissen ja, mit fortschreitender Zeit sollte es eigentlich besser aussehen. Dann könnte ich nochmal meinen Router killen vielleicht, aber naja. Armes, armes Charon. Armes, armes Radon. Die Weltenlinien sind wie eine unendliche Zahl von Flüssen, die parallel zueinander verlaufen. Auf dem Weg teilen sie sich immer wieder auf in neue Weltlinien. Das ist die sogenannte Divergenz. Zum Beispiel, whether or not you posted this message... Ob oder ob ihr nicht auf diesem Message Board postet, hat praktisch keinen Effekt auf die Divergenz dieser Weltenlinie. Ping, ping. Oh meine Güte, Leute, es tut so weh, ey. Aber wenn einer von euch ermordet werden würde, zum Beispiel, dann würde die Divergenz sich ändern. Allerdings würde diese Änderung nur ungefähr 0,00002% betragen. Ein einziger menschlicher Tod ist nicht so unglaublich signifikant auf der, wenn man es global betrachtet. Kriege, Desaster und andere Akten, andere Arten von Terrorismus auf und andere Events können vielerorts den Tod bringen, Tod und Verwüstung bringen und haben einen viel größeren Effekt auf die Divergenz. Danke, dass ihr mir über Tripcodes erstellt habt. Ich werde sicher gehen, von jetzt einen zu benutzen. Ich werde langsam müde, deswegen werde ich morgen weitermachen. Das war ganz witzig, mit euch zu reden. Ich hatte deine Nachricht schon auf dem Schirm, bevor du sie geschrieben hast. Ja, Streamverzögerung, Monsterlord, das ist normal. Geschweige denn, wenn ich Upload habe, dann... Dauert es eine ganze Zeit, bis mein Video hier bei euch ankommt. Das ist logisch. Geschweige denn, wenn ich schlechten Upload habe. Wenn, keine Ahnung, wenn bei Charon gar nichts mehr läuft, dann liegt es hoffentlich nicht an mir, weil die anderen können mich ja irgendwo sehen anscheinend.
Sieht so aus, als hätten sie bereits ein Archiv für diese Threads gemacht. Natürlich gibt es noch andere Seiten, die sich um John Taters Theorien oder Postings kümmern und sind darüber entstanden über die Jahre. Dieser Post erinnert sehr an das Original von John Tater, wie er vor 10 Jahren geschrieben hat. Ich habe eines der Bücher über Tater gelesen. Das ist der Grund, warum ich das weiß. Der neue John Tater ist auf jeden Fall ein Betrüger. Es gibt eine Menge Tater-Fanatiker im Ad-Channel. Er ist nicht wirklich ein überaus bekannter Name in Japan, aber ich bezweifle, dass jemand auf dieses Level von Trolling reinfallen dürfte. Ja, Leute, wenn ihr sagt, es geht gerade gar nichts, ich kann versuchen, den Router neu zu starten, aber ich höre nicht von, keine Ahnung, Melly, Monsterlord, eben noch da von Ape, höre ich jetzt nicht unbedingt, dass alles unlesbar oder ich unhörbar bin. Von daher, ich weiß, dass der Upload scheiße ist, so wie üblich, aber ich kann auch nichts dagegen machen. Das wisst ihr leider auch. Sofern ich jetzt nicht einen spontanen Umzug beginne, wird das leider nichts werden. Das wisst ihr doch. Während ich so weiterlese vor mich hin, allerdings finde ich eine Antwort. Finde ich die Antwort. The response, the opposite of. Die dem Gegenteil von dem entspricht, was ich vermutet hätte. Alle erwarteten, dass dieser Zeitreisende. Achso, jeder akzeptierte diesen Zeitreisenden, als wäre es das erste Mal, dass er auftaucht. Niemand hat überhaupt einmal sein Auftauchen von vor 10 Jahren vermutet. Da ich das merkwürdig finde, versuche ich eine Antwort darauf zu posten, aber alle ignorieren mich. Was zum Teufel? Das heißt, der John Tater-Vorfall von damals ist schon vergessen? Oder heißt es was anderes? Leute, ihr könnt das rausfinden, wenn ihr nur ein ganz bisschen Nachforschung betreibt. Es gibt einen Original-John-Tater-Thread im englischen Archiv und eine Menge John-Tater-Blogs im japanischen. Ja, jetzt ist Diashow, jetzt geht er auf 100 runter. Alter Schwede, ey. Ja, Melly bezahlt's. Dann kann ich in eine Großstadt ziehen. Du kannst meine Miete zahlen. Ach, Ping Ping. Kann ich wieder die Telekom-Hotline anmachen. Ihr habt da wenigstens was zu horchen. Ah, heiliger Upload, Batman. Kann ich noch irgendwas killen, was das hier gerade stören könnte? Ich schaue nochmal in meinen Router rein. Bisschen früh, Melly, bisschen früh. Ich könnte wieder versuchen, das DSL zu killen, in Hoffnung, dass es was hilft. Ein anderer ist noch im WLAN drin. Ich kann mal kurz das WLAN ausschalten und hoffen, dass es besser wird. Okay, WLAN ist ausgeschaltet. Schauen wir mal, ob es irgendwas ändert. Im positiven Sinne. Aber ich habe da so meine Zweifel. Es könnte schlimmer aussehen, sagen wir es mal so. Leute, was sagt ihr? Hat es sich jetzt irgendwohin gebessert oder... Perverslinge wie uns in der Bude haben willst, Kradon, sprich von dir selbst. Aha. Ich werde jetzt nicht irgendetwas Positives aussprechen, weil ich genau weiß, was dann passieren wird.
Aber ich werde es zumindest mal schreiben. Ich bin total verschwommen? Wieso, Monsterlord? Wieso bin ich verschwommen? Weil die Kameraqualität bei mir sieht normal aus. Aber sie flackert jetzt, wo du es sagst. Warum flackert die Kamera? Ist irgendwo ein Autohaken drin oder sowas? Kompensierung bei wenig Licht. Aha. Kamera, auf zu flackern. Was ist das für ein Flackern? Ich glaube, ich muss doch den alten Treiber wieder installieren. Sieht sehr merkwürdig aus. Was war das? Ah, ich glaube, es ist irgendeine Art von Puffer, der dazwischen hängt. Geh mal wieder aus, bitte. Und wieder hängt alles. Nein, schwer zu sagen. Was hat gerade eben das Ausmachen des Lichtes bewirkt? Aktivieren? Ah, aktivieren. Genaue Wiedergabe zu leisten, die niedrige Verzögerung, Wiedergabe geleistet auf Kosten der Bild- und Wiedergenauigkeit. Ideal für Webcams, Forscherfenster benutzen wollen, zum Beispiel eine Spielekonsole zu spielen. Aha, habe ich aber nicht. Hm. Das kommt davon, wenn man Stream so halbwegs spontan macht, Leute. Okay, das scheint besser zu klappen. Kannst du jedes Wort 3 bis 5 Mal anhören? Ja gut, dann... Dann können wir auch erstmal Pause machen und ich kill den Router, weil so macht das wenig Sinn. Kann ich gleich einmal machen. Melli, warum läuft's bei dir so gut und bei den anderen Herren funktioniert's nicht? Das ist mir irgendwie ein Mysterium. Ich sehe die droppenden Zahlen. Vom Bild und Ton immer da. What the fuck? Also ich will nichts sagen, Leute. Ich weiß, ich habe beschissenes Internet und es hat sich geändert jetzt gerade eben, als ich WLAN ausgestellt habe. Meiner Zahlen hier nach eher zum Positiven, sag ich mal. Es ist immer noch nicht ideal, aber besser als vorher gefühlt. Aber wenn ihr schreibt, dass es nicht funktioniert und es funktioniert partout gar nicht, dann könnte es auch an Twitch liegen heute. Ich kann es nicht ausschließen. Ich kann es nicht ganz ausschließen. Ja, gut. Radon, du hängst halt auch hinterher insgesamt, wenn du immer wieder Nachladeruckler hast. Das ist mir auch bewusst. Keine Ahnung, Melli. Vielleicht willst du mich mehr sehen als die anderen? Kann ich nicht sagen, wo das Problem ist. Vielleicht 4 Bilder pro Sekunde jetzt, na immerhin. Ja, Jezebel, das glaube ich sofort, aber ich weiß ja auch, dass es scheiße läuft bei mir. Von daher bin ich auch nicht böse. Na gut. Dann muss auch Hardon mal sein Internet checken, weil bei ihm ist das ja nicht selten. Ja, wenn es bei ihm abstürzt, dann ist es, glaube ich, etwas anderes. Wenn es bei dir regelmäßig abstürzt, liegt das mindestens vielleicht nicht nur. Warum hat er mir gerade ein Symbol da reingemacht?
Gut. Ich gebe so schnell nicht auf, Melli, aber sag mir nicht, dass ich wieder bis 3 Uhr streamen soll, das hier. Es sei denn, es wird langsam mal besser. Ich gebe John Taters Name in die Suchmaschine ein. 12 Treffer. Warte, nur 12? Vor allem, all diese 12 betreffen den aktuellen, die aktuellen Tater-Postings im Ad-Channel. Ich kann keine einzige Spur von dem Tater von vor 10 Jahren entdecken. Bizarr, das kann nicht sein. Ich suche nach Informationen über Tater von vor ein paar Jahren. Damals gab es Zehntausende von Treffern. Ist diese Suchmaschine irgendwie gefiltert? Ich versuche es auf einer anderen Seite, nur um sicher zu gehen, aber sie gibt mir dasselbe Ergebnis. Was ist das für ein Wahnsinn? Es fühlt sich an, als wäre ich in eine andere Ebene der Realität gewechselt. Könnte das auch ein Plan, auch eine hinterlistige Organisation sein? Die vergangenen 2 Tage wurde ich immer wieder umzingelt von nichts als Chaos und Verwirrung. Ich rufe Daru an. Er weiß sicherlich über Tater Bescheid. Schließlich haben wir über ihn schon einmal gesprochen zusammen. Ich erinnere mich nur vage an die Details der Konversation, aber ich bin mir sicher, dass sie passiert ist. In der Zeit, in der ich in meiner Hosentasche nach meinem Handy suche, habe ich nicht mehr das Bedürfnis, den Anruf zu machen. Stattdessen sende ich ihm eine E-Mail, dass ich auf dem Weg zurück zum Labor bin und er antwortet mir mit seinem momentanen Standort. Er ist im May Queen. Oh Leute, das wird euch freuen, dieser Ort. Er meint damit May Queen plus Nian 2, ein Maid-Café. Daru ist dort ein regulärer Gast. Offenbar sind 3D-Katzenkellnerinnen auch eine seiner Fables. Genau, sag nochmal, deine Banane ist weich und klebrig. May Queen plus Nian 2 ist nur 3 Minuten vom Labor entfernt. Coming from... Aus der Richtung kommen von Kuramae Bashidori links herum bei der Kreuzung und schon ist man da. Da gehe ich jetzt hin. Es ist eigentlich ziemlich geschäftig dort in Akiba während der Sommerpause, aber jetzt ist es sogar noch viel voller, da wegen dem Radikanunfall. Ich habe auch noch einen weiteren Command eingebaut, Abe, aber ihr hattet bis jetzt noch nicht die Motivation, ihn zu suchen. Das hatte ich nämlich letzte Woche schon gesagt, am Samstag, wenn ich mich richtig entsinne. Über einen gewissen jemand bei euch im Chat ist dieser zweite Command. Und ihr müsst ihn auch mit einer 2 eingeben. Der Zugang zu diesem Areal war gestern noch blockiert, aber es sieht so aus, als könnten... Like they could... Es sieht nicht so aus, als hätten sie die Hauptstraße für 2 ganze Tage sperren können. Ich habe nicht mal einen einzigen Polizei... Polizisten dort gesehen. Verdammt, ich musste mein Kappa Ross ein Leerzeichen einbauen. Verdammt. Moment, lasst es mich kurz reparieren, dann macht's nochmal. Moment. Nightbot. Verdammt, ich muss Nightbot noch entsperren. Nightbot erlauben. So, wo haben wir es denn? Twitch einloggen. CloudFront, ja, Google. Keine Ahnung, was das ist, das brauchen wir erstmal einfach rein. Schon autorisieren. So, Custom Commands. Was war das nochmal? LeBron 2 bei L. LB2. So, das heißt, zwischen Kappa Ross muss ein Leerzeichen sein. Einmal. Blablabla, LeBron nächste Seite. Also ich hoffe, jetzt ist LeBron da. Ansonsten schreibt mal im Discord, dass er seine Augen hier rüber werfen soll. So, ich habe es jetzt korrigiert. Ihr müsstet jetzt mit dem LeBron 2 Command das richtige Emote bekommen, hoffe ich. So,
Aber das Radikan-Gebilde scheint immer, Gebäude scheint immer noch abgesperrt zu sein. Der Eingang, die Eingangsrollläden sind zugezogen und versiegelt mit gelbem Polizeiband. Wir befinden uns hier in Akihabara, eine weibliche Reporterin, an dem Tag nach dem unerklärlichen Satellitencrash. Die Polizeibarrikaden wurden aufgehoben und eine gewaltige Anzahl von Leuten haben sich vor der Station? Ich dachte, Akihabara, es wäre ein Gebäude gewesen, kein Bahnhof oder so. Haben sich hier gesammelt. Der Ursprung des Satelliten wird immer noch untersucht. Uns wurde gesagt, er könne nicht entfernt werden, bis die Behörden, genau, mehr Informationen haben. Laut der Polizei scheint der Satellit nicht gefährlich zu sein. Allerdings machen Touristen und Besitzer lokaler Geschäfte machen sich Sorgen. Die Medien haben dutzende Kameras außerhalb der Polizeiabsperrung aufgebaut. Und dort gibt es fast doppelt so viele Gaffer wie Reporter. Genug, um die gesamte Straße mit Leuten zu füllen. Jeder zielt mit seiner Handykamera auf das satellitenartige Objekt. So viele Leute. In Akiba zu leben, gewöhnt man sich an große Menschenmengen und große Events, aber in eine Ansammlung dieser Größe ist wirklich unüblich. Sieht doch auch ziemlich cool aus. Oder ziemlich dramatisch. Ich frage mich, wann sie das Ding da oben entfernen werden. Ich hoffe nicht, dass es explodiert oder irgendwie sowas. Sie haben eine Menge Leute zurück in das Gebiet hier gelassen. Also denke ich mal, gibt es keine Gefahr. Trotzdem, wenn man bedenkt, dass der Ursprung unbekannt ist, bin ich überrascht, dass es nicht mehr Sicherheitskräfte hier gibt. Heute, allerdings wie so üblich, shoppen die Otakus für ihre Doujinjis, wichtige Spiele, elektronische Waren oder was auch immer ihr Interesse weckt. Und wer Doujinji nicht weiß, der kann gerne in den Chat fragen, weil ich wette, jemand dort kann es erklären. Abgesehen von dieser Szene hier in Radikan ist es so wie an jedem anderen Tag. Aber ich verstehe nicht, was ich gestern gesehen habe. Ich habe zur Hälfte akzeptiert, dass das Massenverschwinden war einfach nur eine Illusion in meinem Kopf. Vielleicht bin ich nicht mehr in der Lage, die Realität von der Fantasie zu unterscheiden, so wie die Medien das heutzutage gerne von Teenagern behaupten. Mit diesem Gedanken im Kopf wende ich mich wieder zu der Straße zurück. Und dort vor mir steht eine Frau, hält ihr Handy in der Hand vor ihr Gesicht. Sie hat ein Foto gemacht. Das Handy war ganz klar auf mich gerichtet. Ich habe versucht, mein Gesicht zu bedecken, aber ich war nicht schnell genug. Ich drehe mich um, nur um sicher zu gehen, dass sie nicht jemand hinter mir fotografiert hat, aber das scheint nicht der Fall zu sein. Mann, das ist verpixelt. Punkt, Punkt, Punkt. Sie starrt immer noch auf ihr Handy. Ohne mich ein weiteres Mal anzusehen, dreht sie sich um und zielt mit ihrem Telefon wieder auf die anderen Fußgänger. Vielleicht versucht sie einfach nur Fotos von allen zu machen, die sich hier befinden und nicht nur mir. Aber trotzdem, ich möchte das mit ihr besprechen. Die Organisation ist hinter mir her, also kann ich nicht riskieren, dass ein Foto von mir an die Öffentlichkeit gerät. Wait, wait, wait! Warte, warte, warte! Sie dreht sich nicht um. Ist sie gefangen von ihrer eigenen Fotografie, dass sie mich nicht bemerkt? Oder hat sie mein
super geniales, fast schon muttersprachliches Englisch nicht verstanden. Jude, so der Handykamera und skatiere Anata. Warte, warte, kudasai. Hey, du da mit der Handykamera, warte, bitte warte doch. Sie dreht sich zu mir um und bemerkt mich endlich. Und natürlich dreht sie ihr Handy mit sich. In meine Richtung. Jose, toren janai! Masaka, kikan no sashigane ka? Nee, keine weiteren Bilder. Gehörst du auch zur Organisation? Die ist ein bisschen wortkarg, habe ich das Gefühl. Sie ignoriert komplett meine Einwände. Und dann sieht sie wieder ihr Telefon an. Antwort auf meine Frage. Gehörst du zur Organisation? Wenn sie das tut, dann muss ich vielleicht entsprechende Maßnahmen ergreifen. Tust du nicht zur Organisation gehören? Probably not Organization Spy. Ich hab's gerade erst bemerkt, was da unten steht. Selbst wenn, ich kann dich das Bild nicht behalten lassen. Die Organisation wird nicht stoppen, um meinen Aufenthaltsort herauszufinden. Und sie werden jeden töten, der sich in den Weg stellt. Ich will, dass du das Foto sofort löscht. Lady ignoring me. Okay. Ich mag sie jetzt schon. Hört sie mir überhaupt zu? Sorry, tut mir leid. Wow, sie hat endlich mal gesprochen. Nur ein Flüstern, aber immerhin etwas. Lady who apologized out of nowhere. Geil. Tut mir leid, wenn ich dich aufgeregt habe. Sie senkt ihren Kopf in einer Verbeugung. Oder zumindest denke ich, es ist eine Verbeugung. Sie sieht die ganze Zeit nach unten, also kann ich das nicht wirklich sagen. Bevor du dich entschuldigst, musst du bitte das Foto von deinem Handy löschen. Ich habe Fotos von der Umgebung gemacht. Und sie ignoriert mich wieder sehr gut. Ihre Finger tanzen über die Tasten des Telefons mit einer beeindruckenden Geschwindigkeit. Genau das Gegenteil von ihrem langweiligen, von ihrer langweiligen, langsamen Art zu sprechen. Die Umgebung? Bist du ein Tourist? Oder ist sie eine von diesen Leuten, die hergekommen sind, um den Satelliten anzusehen? In diesem Fall, warum hat sie ein Foto von mir gemacht? Sie schüttelt den Kopf, ohne mich anzusehen. Lady ignoring me and apparently sightseeing in Akihabara. Es ist ein Beweis davon, dass ich heute hier war. Du bist merkwürdig, Lady. Kiryu Moeka heißt die Gute. Mein Name. Ich denke, sie hat sich gerade mir vorgestellt. Das ist nett, aber ich wollte nur, dass sie das Foto löscht. Ich habe eine Frage an dich. Darf ich sie stellen? Zuerst das Foto. Es gibt eine... was ist Urban Legend übersetzt, Leute? Das weiß ich gerade überhaupt nicht. Untergrundlegende, ein Vorstadtgerücht, irgendwie sowas, keine Ahnung, in Akihabara. Hast du es gehört? Hast du davon gehört? Eine Legende? Wovon redet sie? Erzähl mir nicht, es geht, dass es einen brillanten, aber wahnsinnigen Wissenschaftler gibt, der irgendwo in Akihabara sein Unwesen treibt. Und jetzt... Urbane Legende, wie langweilig. Und jetzt ist dieser brillante, aber wahnsinnige Wissenschaftler das Ziel eines jeden Assassinen der Unterwelt geworden.
俺はこの町に長く居すぎたのかもしれん。ダダンツ。だが、そろそろ潮時か。Ich bin viel zu lange in dieser Stadt geblieben. Ich muss Pläne machen, um von hier zu verschwinden. Akihabara, du warst keine so schlechte Stadt. Ich bin froh, dass... Der Phantom-Retro-PC. Ah ja. Retro-PC? Retro-PC, ja. Sie antwortet mit einem Nicken. Oder so etwas ähnlichem wie einem Nicken. Akihabara no dokoka ni aru rashikute... Man sagt, es gebe einen davon in Akihabara. So. Nichts wegen einem verrückten Wissenschaftler. Verdammt! Ich bin erleichtert, aber auch ein bisschen enttäuscht. Auf jeden Fall ist das erste Mal, dass ich von einem Phantom-Retro-PC gehört habe. Mabarashi no Retro-PC toyu to... Kyuppachi atari ka? Ein Retro-PC. Meinst du sowas wie den 98er? Ich tippe mal, damit meint er irgendeine Art Modell. Japanische PC-Serie, die in den 1980ern bis Mitte 1990er verkauft wurde. Es wird gesagt, dass sie... sie wurde zu dem Zeitpunkt so gut verkauft, dass eines Tages sie einfach der nationale Computer genannt wurde. Ah ja. Das ist das erste Modell, was mir in den Kopf springt. Aber sind 98er nicht wirklich schwer zu finden? Sie schüttelt den Kopf ein bisschen. Oder zumindest so ähnlich wie Kopfschütteln. Nein, das hier. Sie dreht sich wieder... sie zeigt ihr Handy in meine Richtung. Das Bild zeigt einen merkwürdig geformten Computer. Es ist schwer zu sagen, ob das Bild monochrom ist... Da das Bild monochrom ist, aber es sieht aus wie irgendeine Art PC. Und sieht mir bekannt IBM aus. 5100. Ein IBM 5100. John Titor ga te ni ireyou to shita PC ka. Das ist der PC, den John Titor versucht hat, in die Finger zu bekommen. Ihre Finger zucken, glaube ich. Mita koto wa. Hast du einen gesehen? Nein. Ich habe den Namen nur schon mal gehört. Ja, Zufall? Nein. Das könnte die Wahl, die Entscheidung des Steinsgate sein. Kennst du vielleicht jemanden, der es wissen könnte? Vielleicht weiß Daru mehr darüber. Er ist ein Nerd. My favorite light arm であるスーパーハカーでな MI6 の中枢にすらハッキングできる実力の持ち主なのだ。Er ist meine rechte Hand, ein Super Hacker, der in der Lage ist, selbst in den Hauptcomputer des MI6 einzubrechen. Dürfen Sie nicht mal den Wollte sagen, MI6 ist der richtige Name? Military Intelligence Section 6. Allerdings ist der formelle Name der Secret Intelligence Service, der SIS. Ah ja, okay. Aus England, beziehungsweise dem Vereinten Königreich. Verstehe. Das MI6 ist Teil ein... Also ist ein... Das MI6 zu hacken ist ein bisschen übertrieben. Wenn das jemals passieren würde, würden die Männer in Schwarz wahrscheinlich unsere Tür eintreten und uns verschleppen. Aber der Teil mit dem Superhacker, der ist wahr. In den die unergründeten Tiefen seines Computerwissens sind unergründlich. Mein Fehler. Wo wir gerade von Daru sprechen, ich sollte ihn ja treffen im May Queen Plus Nyan Tu. Ich habe keine Zeit hier rumzustehen, mit irgendeiner verrückten Crazy Cat Lady zu sprechen. Ohne Cat. Media Scrum Mo. Ich mache mich auf den Weg, Lady. Lady Media Scrum in Moderation. What? Das verstehe ich nicht. Media Scrum during news stories. Während Nachrichten mit hohem öffentlichen Interesse kleben sich
Reporter manchmal an Personen dran und bombardieren sie mit Fragen über ihr Leben, selbst über oder campieren sogar manchmal vor ihren Häusern. Diese Aktivitäten sind eine ernstes Eindringen in die Privatsphäre und können mental und emotionalen Stress des Subjektes hervorrufen. Auslandsgeheimdienst, der MI5 oder der Inlandsgeheimdienst. Okay, vielleicht habe ich das mit dem MI5 gerade verwechselt und ich dachte, das wäre einfach nur ein Zahlendreher, weil sie den Namen nicht verwenden durften oder irgendwie sowas. Hätte mich gewundert, aber das war wohl gerade mein Gedanke. Danke, Abe. I'm off Lady Media Scrum in Moderation. Ja, Darkness freut sich auch schon auf das Maid Queen. Ups, ich versuche schnell abzuhauen. Mit meinem Einzeiler und den ganzen Sachen. Aber sie greift mich beim Arm, bevor ich in die Masse verschwinden kann. Was machst du da? Bitte, gib mir deine E-Mail-Adresse. Was versuchst du hier zu tun, Lady? Dieser Superhacker. Ja. Ich denke, sie möchte Darus Geschichte hören. Das war mein Fehler, als ich ihn überhaupt erwähnt habe. Nun, ich treffe mich gleich mit Daru, also warum nehme ich sie nicht einfach mit? Nein, warte eine Sekunde. Das könnte eine Falle sein. Vielleicht ist sie wirklich ein Spion, der gesendet wurde, um Daru zu kidnappen. Ich bin verteidigungslos ohne ihn. Meine einzige andere Verbündete ist Mayuri und ihre Skills schließen nur Kostümdesign mit ein. Niemals! Ich werde Daru nicht aufgeben! Ich gehe an ihr vorbei und beginne schneller zu gehen. Ich schaue nach hinten. Sie folgt mir. Ich gehe noch etwas schneller. Aber sie jagt mir immer noch nach. Hör auf, mir zu folgen! Ungestört von meinem Rufen zeigt sie mir wieder ihr Handy. Auf dem Bildschirm ist das Bild, was sie von mir gemacht hat. Aha. Again! Du hast das Bild noch nicht gelöscht, oder was? Sag mir seine Adresse und dann lösche ich es. Du wagst es, mir Forderungen zu stellen, mich zu erpressen? Für wen arbeitest du? Ich versuche sie mit meinem Starren, das ist Glare into Submission. Ich weiß, was gemeint ist, aber wie übersetzt man das? Mit meinem bösen Blick zu brechen? Keine Ahnung. Aber ihre Augen sind bereits gesenkt, deswegen ist mein Starren ineffektiv! Ich. Sie zögert für eine Sekunde. Ich arbeite Teilzeit im Arc Rewrite. Was ist das? Eine Schreiberfirma, Editorial Company, hier in Akihabara. Eine dieser Firmen, die Artikel für Magazine schreibt. Ist diese merkwürdige, finstere Lady wirklich geeignet für diese Art von Arbeit? Na, vielleicht tippt sie ja besser, als sie sprechen kann, das wäre schon mal eine Idee. Kisama! Warte, du planst es, mein Foto in die Öffentlichkeit zu bringen, ohne meine Erlaubnis, oder? Der wahnsinnige Wissenschaftler von Akiba, endlich aufgedeckt. Ich kann die Schlagzeilen jetzt schon sehen. Das ist alles, was die Organisation braucht, um Akiba in einen See, in ein Meer des Blutes zu verwandeln. Nein, ich muss dieses blutige Endergebnis mit allen mir möglichen Mitteln vermeiden. Ich habe keine Wahl. In Ordnung, ich akzeptiere deine Bedingungen. Solange sie das Foto hat, habe ich keine Möglichkeit zu wissen, ob es jemals benutzt werden würde.
Ich zeige ihr meine E-Mail-Adresse.